said and done. Stay with me forever. Wrong wouldn't change a thing for anyone. Just wait with me in the setting sun. Sagen, wir sind über fucking rote Ampeln gefahren, einfach nur, um das McDonald's-Essen rechtzeitig holen. An der B1 sind wir über rote Ampeln gefahren, um fucking McDonald's-Essen rechtzeitig da zu haben. Jo Leute, und damit herzlichst willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir spielen heute in ein paar Runden Bell Wars oder eine Runde Bell Wars wahrscheinlich nur. Ich möchte heute mit euch wieder ein bisschen Storytime machen. Und ich möchte euch heute die Geschichte erzählen, wie wir zu McDonald's gefahren sind. Nur 45 Minuten Zeit hatten. Und dann noch mein Freund auf der Straße angehalten ist, weil er etwas ganz Bestimmtes retten musste. Ist da jetzt echt lustig geworden, glaube ich. Auf jeden Fall sind wir früher nach der Schule. Früher, was heißt früher, ist gar nicht so lang her. Yo, Diggi! Hi! Unfair, er redet nicht mit mir. Asozial. Früher, so nach der Schule, hatten wir nur 45 Minuten Zeit, weil die Stunde dann wieder beginnt. Was heißt früher? Nicht früher. Das war eher so vor 3-4 Wochen. In diesen 3-4 Wochen. Vor diesen 3-4 Wochen. Dann sind wir losgefahren. Und haben McDonald's Essen geholt. Als Überraschung für eine bestimmte Person. Welche Person, werde ich euch nicht sagen. Ihr könnt ja einfach raten in den Kommentaren, Leute. Vielleicht werde ich es euch irgendwann in einem nächsten Video sagen. Oder zeigen, was auch immer. Auf jeden Fall sind wir da losgefahren und ich wollte halt jemanden überraschen. Und deswegen war mir das ganz wichtig, dass wir das rechtzeitig schaffen. Und ich habe so meine Freundin gefragt, ey, will jemand mitkommen? Ich kann euch auch was holen von Mac, wenn ihr wollt, ist kein Problem. Solange ihr halt mitkommt, dass ich da nicht alleine hinfahren muss. Wieso nach der Schule, fünfte Stunde vorbei. Nach zwei Blöcken und der einen Einzelstunde. Wir losgeradelt, Alter, auf Fahrrädern, hatten so um den Dreh 60 Minuten Zeit mit der Pause. Ja, dann sind wir da hingefahren. Was soll man sagen, wir sind über fucking rote Ampeln gefahren. Einfach nur, um das McDonald's-Essen rechtzeitig holen. An der B1 sind wir über rote Ampeln gefahren, um fucking McDonald's-Essen rechtzeitig da zu haben. Mist, komm so an. Erstmal haben all unsere Fahrradreifen nicht bei McDonald's in diesen Fahrradständer gepasst. Kennt ihr diese runden Fahrradständer bei McDonald's? Wie heißt denn das so? Ellipsen? Ellipse? Ist das eine Ellipse? Ich weiß es nicht, Leute. Halt so eine Kreisform haben, die sich immer weiterzieht. Erstmal haben unsere Fahrräder nicht reingepasst. Wir überlegt, wie schließen wir unsere Fahrräder an, haben sie dann einfach aneinander geschlossen. Lol. Was geht denn bei Revia? Warum kommen alle so wenig noch weg? Wir angeschlossen, gehen zu McDonald's rein und haben an diesen neuen Dingern bestellt. An diesen Touchpads, wovor ich vor 12 Monaten ein Hate-Video gemacht habe, weil die Dinger mich so abgefuckt haben, Alter. Und ich muss wirklich sagen, mittlerweile habe ich mich in diese Teile einfach so verliebt, ohne Spaß. Ich liebe sie. Es ist einfach so viel einfacher, als mit diesem scheiß McDonald's-Typi zu reden. Wir gehen so rein, bestellen es so und dann fällt uns auf, fuck. Wir sind ja genau zwischen 13 und 13.30 Uhr hier. Genau zur Mittagszeit. Hey, wir haben aber nur 60 Minuten Zeit. Wisst ihr, wie viele Bestellungen da waren? Genau, 9 Stück. Heißt, wir waren die 10. Wir gewartet, gewartet. Der Zeitdruck wird immer belastender. Und dann in diesen McDonald's-Filialen wird es ja auf Dauer richtig, richtig, richtig heiß. Also richtig heiß, Leute. Dieses andere heiß. Kennt ihr das? Dieses andere heiß halt. Haben ja so gechillt, gewartet, Alter. Alles schon komplett geschwitzt. War auch heiß. Das war so ein heißer Tag. Gerade nachdem der Sommer so angefangen hat halt. Haben absolut geschwitzt. Oh, fuck. Haben absolut geschwitzt. Wir kommen ran, unsere Bestellung da. Wir ein Eis bestellt. Cola bestellt zu trinken. Riesige Tüte. Zwei so richtig große Tüten gehabt. 30 Euro hingeballert, Alter. Für das McDonald's-Essen. Und wir wissen absolut nicht, wie wir Fahrrad fahren sollten. Wie wollt ihr bitte mit Trinken, mit zwei so großen Tüten zu dritt Fahrrad fahren? Das war fast unmöglich, aber wir haben es trotzdem hinbekommen. Fragt mich nicht wie. Einer hat, glaube ich, das Trinken genommen. Die anderen beiden haben die zwei Tüten genommen. Jetzt kommt das Special an dem ganzen Ding. Wir hatten, und ja, ich lüge nicht, Leute. Wir hatten einfach noch, ich stellt euch vor, wir hatten fucking Luftballons. Herzenluftballons, die waren extrem geil. Wir in unserer Dreiergang losgedüst mit Luftballons hinten drin, ab zur Schule, Essen erfolgreich abgeliefert und dann
war es soweit, Leute. Die Person kam aus dem Gebäude raus, hat sich übelst gefreut über das, was wir da mitgebracht hatten für sie. Hat sich übelst gefreut. Die Überraschung ist absolut gelungen. Sie ist absolut gelungen. Ja, ich habe mich einfach gefreut, dass ich eine Freude damit machen konnte. Und vor allem ist dann noch von meinem Kumpel der Luftballon einfach fucking rausgefallen. Auf der Straße, das ist alles, was ich euch gerade vergessen habe zu erzählen, es tut mir so leid. Auf der Straße ist dieser Luftballon scheiße nochmal aus seinem Rucksack gefallen. Und wisst ihr, was er zu tun hat? Er hält auf einer Nebenstraße von der B1 einfach an, mitten auf der Straße, an der Kurve, an der Abbiegung. Mitten auf der Straße hält er einfach an, hebt den Luftballon auf, tut ihn in seinen Rucksack und fährt weiter. Bruder, Lebensgefahr wegen dem Luftballon. Das war es eigentlich schon, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob euch auch schon mal sowas in der Art passiert ist. Ich meine wirklich, das war echt, mit dem Luftballon, das war eine heikle Situation. Das war's. Bis zum nächsten Mal und ciao. Maybe too good for me. I'm only for you. But I don't fucking care.